Hallo meine lieben Freunde des Geniepen Gaming, willkommen hier zurück beim LS22 Game Projekt mit Ehrengrad, mit dem Lift Florian und dem einen wunderschönen abgeritten Eier. Also, wie muss jetzt aber reifen? Ja, aber richtig, also, weil er diese Menge aggressiv habe ich gehört. Ich bin hier reingefahren. Mach mal den Frontlader hoch. Doch. Oder so. Jetzt liegt sie richtig, aber jetzt müsste es schön gehen. Kommen sie ran? Kommen sie ran? Ah ja, ja. Jetzt geht's auch. Oh! Ich hab gehört, schwieriges Thema. Er war schon so schief da muss. Und ich weiß gar nicht, wie viel Kubik da drin sind in der oder was heißt, wie viel Kubik. Ja, aber das ist ein 50 Liter sogar, oder? Mehr wird das glaube ich nicht sehen. Kann es überhaupt so viel sehen, aber ja doch. Das kann doch schon stimmen. Das war die Bindung noch. Und die Reste mit Strauf. Ui! Alter, 1600 Lohnzahlung. Ich wollte bloß auf den Finno holen. Achso. Also brauchst du noch mal eins? Ja, und der ganze Bollen, wo geht's da hin? Also, nee. Das rendiert sie nicht. Die Bollen können wir ja durch den Blocker lassen, dann machen wir den Schuh. Hast du mit dem Büro gerade Gas gegeben, oder? Nee, ich hab bloß aus dem Ding gestiegen. Also, gerade denk mal, er plötzlich so sehr angefangen hat. Ja, ja. Aber so nass so. Kommst du da mit rein? Weit, wie man da rein. Ja. Warte, ich fahr vorwärts mit dem Fahrrad. Ja. Oh. Wenn ich unten einen Haufen wegnehme, dann nicht. Und das Gewicht kann doch da wegen Schwarz, ja, da hat es alles geschafft. Wegen Schaden mit dir. Aber das kriegst du längst schon mit dem Schäfer komplett ein, also komplett was geht, und innen sich dreht der Typ nicht mal einmal das Radler. Du bewegst es kaum. Ja, also in innen drin meine ich. Hey, die bringt jetzt bei mir mal voll ab. Ja, beim Deutz, aber bei ja, allen Standardfahrzeugen und so weiter überhaupt nicht. Doch, innen drin schau, aber wenn ich von außen reinschau, dann. Ja, das meine ich ja. Innen, ja klar, innen schon, aber wenn, das meine ich ja. Mann, Alter, jetzt komme ich da nicht rein. Wo denn? Achso, wo die Strom holen? Ja. Schwierig. Kann, Alter, wie kam man das? Weißt du nicht, dass du da hin musst? Das hat mir keiner gesagt. Der Strom war wieder schon heute klar. Ja, wir haben ja einen Belag gefressen. Das weiß ich noch. In schlechten Zeiten. Was ist? Ich weiß noch, da haben wir einen angefressen, wo schlechte Zeiten waren. Aha. So, du Fisch. Dahin, Kollege. Passt, dann macht's dann. Jetzt erstmal nochmal hier Dresche abtanken. Jetzt hat er Schütz im Ziel, der Schlüpfer. Mit knapp 150 Kubik. Geh ich schon hinter ihn.
Da geht schon was. Ich hatte auch mit dem Fichter wegen zu gehen. Ja, das sind keine Ahnung, wie viele Tonnen muss da hinten drauf hängen. Vorne. Oh, meine. Ach so, der Ballen mit uns ist. Ja, jetzt kommen wir mit dem Heckwicht. Mal gleich stehen lassen. Und dann fahren wir also Gierschen, haben wir ja schon gesagt gehabt. Bringt am meisten. Beifelsbrunn. Kostet 1000 Euro. Scheiße. Hm. Oh shit. Wie schafft man das? Im Büro? Ich hätte es ja verstanden, wenn ich schon Mama umgeschmissen hätte. Aber früher ist so ein Bruder geschwommen. Also, ja, was soll ich jetzt da sagen? Warte, nichts machen, fahr wieder vor. Ja. Fahr wieder fest, wie du gerade eben hast. Das ist übrigens voll. Ja, ich schätze mal. Du hast schon Ball weg gehabt, ich rückwärts gefahren, der hat sich da eh gehängt und hat sich umgehauen. Nee. Der Ball ist mir nicht gefallen, ich bin auch in Zürich mit einer Stierflie dreimal überschlagt, also nein, ich hab geschlagt, dreimal in der Luft, Führer sagt nö und gepennt. Ah, ich will's jetzt verstehen. Was ist denn jetzt mit dir? Also er ist schon mal weitergekommen, ist wie im letzten Mal, aber... Du bist... So kann ich kein Gas geben. Aber jetzt eine gute Mische, was ich gemacht habe. Ja. Warum nimmt denn der jetzt das Kapit? Jetzt hat. Ich glaube, der nimmt kein Geist mehr. Dann haben wir mal nochmal ab. Das gute Silo. Doch, die haben Storwing. Die Schiff auch. Ja, aber jetzt nicht drin, also die haben schon noch was drin gehabt, noch nicht. Ja, aber ohne Malz. Na da. Geht der Wung ist stabil. Also ich habe vorhin die restlichen 40% geschmissen. Und jetzt wird schon wieder 40% gute. Aber wir haben uns doch so viel Schlag, hab ich jetzt gerade gemeint. So, Ziel. Hier hin. Okay, kann er nicht. Hier hin. Kann er auch nicht. Auf jeden Baum fällen? Nein. Warum überhaupt? Oh, hier. Oh, warte mal. Lackt ein Dodo. Ja, das ist ja noch deine Überreste. Warte mal. Die stecken da im Boden. Nee, weil. Nein. Doch, ich schneide dir weg. Am Warte. Kann die nicht zusammenschneiden. Das habe ich doch schon gleich gesagt.
Jetzt haben wir ja den Bug. Ja, weil jetzt im Bone den Bug. Alles ist weg. Jetzt hol ich ihn weg schon, ja. Er ist wegkoppelt. Ja, macht auch Sinn. Ich hab hier nur einen Abstand. Nein. Alter, jetzt fängt der schon wieder an. Schau, dass du den Stil wegpackst, aber zackig. Nee, aber ganz schnell. Ich hab zwei Button. Ich hab zwei Button. Die Birke gefällt mir nicht, warte. Oh. Oh mei, blisch wohl die Server. Ah, da stört er da jetzt. Oh. Immer machen wir mit dem 500 Minus, weil er jedes Mal den Dreckstiel für 1000 Euro kauft, dann hat er es gekauft und dann kann man es bloß wieder für 500 Euro zurückgeben, das Ding. Ja, dann lass es doch einmal. Na, gewiss nicht. Warum nicht? Es fühlt sich gefallen, dass der wieder auf dem Ideen kommt. Ja, du halt. Ja, warum ich? Wie fangen wir da hier nicht so? Ausbundete Vorstellung. Nee. Ich würde das ein wenig ruhig machen. Ja, das kann man machen, wenn man ein Forschgebiet hat, aber nicht von mit Baum am Hof. Ja, dann mach mal. Warum nicht? Lass es mal wieder. Das macht keinen Sinn, das erste sind dieses Deko, dann muss man das, dann muss man, da ist der Bomb weg. Da musst du wieder 1000 Euro für neue ausgeben. Du machst bloß Minus. Und wieder Haufen Aufwand. Dann plant ihr jetzt Baum. Das macht doch auf der Erde gerade gar keinen Sinn nicht. Doch. Und wir haben eh mal Platz für den. Ja doch, die untere Wiesen. Ja. Oh Mann. Was kostet das, die Ausrüstung dafür? Das kostet einen Haufen. So, dann würde ich eigentlich wegfahren. So viel Code sieht gut. Der kaufen wir damals sowieso nicht. Ja, ich meine auch bloß nicht. Forstmaschine, doof. Pflanzmaschine. Was kosten die im Prinzip? Wenn ich das mieten durch vielleicht 500 Euro oder? Ja, das wird zu wenig sein. 1000 Scheiben. 100 Euro. Du bist alle. Das ist ja Wucher. Können wir dann Hackschnitzel drauf machen, ja, oder? Ja, kommen wir drauf, was mehr da gibt, aber ich denke mal Hackschnitzel werden am meisten geben. Musst es halt dann noch hacken. Das drum kostet 10.000 Euro in der Miete. 10.000 Euro? Das sind dann bei 12.000 Euro pro Miete. Das kostet mit mir. Mach mal Pappel, oder? Ich Pappeln kannst du nicht umschneiden. Ich kannst du bloß mit dem Häcksler weghäckseln. So, ja dann. Dann sind wir bei 1000. Kiefer, Fichte, Fini, Birke, Eiche, Weide, Weide, Ahorn, Wechselblättriger, Hafen. Ich kann ja nicht mehr. Dann müssen wir mal kippen. Hickory. Amerikanische Ulm. Zypresse.
kanadischen Felsen sein. Ich wär verpflichtet. Also kannst du konfigurieren oder was? Jo, war schlimmsch. So, eine Wärme kriegen. 19 ging es da nicht, das war da. Boom, war Boom ja. Und Nudelboom. Boom bei Rennudelbaum, ja. Oh. Ich hab Bock auf Pulsen. Jetzt fahren wir nochmal das Groß weg. Shit, ich hab auch Mann. Was ist? Da ist der Schmörner, da ist wieder rum. Hm? Nix. Was ist nicht auch gehängt? Guck mal, das ist ja doof. Ja. Hab ich gerade so mitgekriegt, dass der Schmörchel ist, als wieder Hänger. Ja, was ist? Ich hab das halt gerade so rausgefunden, dass der Schmörchel ist, als wieder Kreisch, der da ist. Ja, wie? Eher besondere Art, oder? Besondere Art. Ah, das... Das wahrscheinlich der Deiz im Hänger drin war. Aber wir? Nee. Ist eine gute Frage, nee. Oder? Und ich zeig's dir, wie warte. Okay, ich beobachte. Ah, so mehr. Ah, ich verstehe. Da denkst du, dass der Deiz ein wenig um einen Baum ist. Naja, winkt oder sie nicht? Liegt bei der auf der Seite. Ich kann mir jetzt nicht viel mehr dazu sagen. Also, das ist ja. Als ist der Motor aus, oder? Liegt bei der Motor. Zeit stirbt wieder. Dafür ist der, also dafür ist der Schäfer geil. Der hebt das Zeug ohne Probleme von unten. Ja. Hey, was ist denn jetzt wieder? Na doch überhaupt. Ah, hier geht's immer noch die Arbeit. Oh, leider nicht. Ist jetzt immer noch hinter vorne Schieber? Das ist immer noch von rüber. Mit dem können wir mal ohne reiben, wie hier fliegen. Schau, ich muss warten, bis er da unten ist. Oh, scheiße, das dauert ja ewig, Alter. Oh shit, Alter, leck. Was magst du denn? Es schaut nicht gesund aus. Wie damals in SnowRunner oder was? Oder was hast du drin? Der Arm ist. Der Arm ist ganz normal. Der Arm ist aus der Verankerung draußen und hängt über der Schaufel und über seine Verankerung vom Schäfer. Hey. Aber er. Jetzt ist er wieder zu. Ich frag mich da nichts. Was hast du denn gemacht? Es hat gelegt und dann hat es gebackt und dann war es vorbei. Aha! Jo. Das ist sehr interessant, du. Warum piepst der denn aber beim Starten? Das ist Zündung. Aber die muss, die piepst doch da nicht. Ja doch. Warum piepst denn das, du? Ja, weiß ich nicht, was piepst. Ist nicht von der Aufnahme, wenn du innen drin bist und den Start hast. Weiß ich nicht einmal, ob das wirklich um 6.05 der Sound ist. So ist halt irgendwo was auf YouTube von ausschaut. Und dann schauen wir, ob ich da noch besser nicht mache. Der piept doch nicht, dafür ist es doch noch zu alt, Alter. Also,
Natürlich piepst der. Beim Start? Sonst wäre kein Piepsgeräusch nicht da. So. Oh, ich kann nicht weg. Du musst steil, also du piepst beim Start. Ja, du kannst aber auch bloß, weil er jetzt einen Sprung kriegt und dann hört man halt, wie er jetzt einen Sturm kriegt. Der kriegt einen Pieps hier. Dann fahren wir gleich nochmal um zum Drescher. Aber liebe Leute, wir sind trotzdem mit dieser Folge fertig. Jetzt kommt natürlich die Moderation, die ich nicht mehr fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen, dann kostet auch keinen Cent, muss man den roten Knopf drauf. Wir haben falls eine digitale Glocke aktiviert, bitte nicht mehr verpassen, das von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Ironguard. Immer das 22. Sammelfilm und bis dahin macht es gut, haut rein und ciao ciao.